überlege gerade was, das ist jetzt November, dann ist eigentlich wieder Jubiläum. Im November. Ja. Ich weiß, dass ich mich im November beim Café damals beworben habe. 15 Du, ich habe geworden, letztens auch wieder knapp Kontakt gehabt mit Salo. Und wir waren auch so. Wie lange kennen wir uns eigentlich? war. Properly, wahrscheinlich auch wieder 9 Jahre, weil 2013 damals das Jahr mit war. Das ist beim Durchqueren der Schreckenslande Richtung Koparan hat. Der Name, Alter. Kytaela dich Zähler? gebeten. Sag das nochmal bitte. Zähler? Kythela. Okay. Um an der Ruine zu halten. Ich dachte mir, dass sie deine beste Freundin ist. Ich spüre einfach diese Sympathie zwischen euch. Manchmal Sympathie, manchmal blanker Hass. Ist halt selber. Nur wieder, wenn du mir bei anstrengenden Seefahrten irgendwelche Flachwitze ans Herz legen willst. Hey, komm, das war gar nicht so schlecht, ne? Doch. Yes. This is the place. What do you mean? But it's impossible. How do you feel? I propose we set up camp and get some rest. I don't think that's a good idea. I must find the master. Shouldn't we go to Copperan? I say we go. Yes. Okay, danke für die Konversation. Die Konvo war so leer wie sonst was, Alter. Alter, die hatte ja überhaupt keine roten Faden. No slaves, no gates. Da ist übrigens eine Kiste. Ich weiß nicht, ob du da hinkommst. Du bist ja eher hinkommen als ich. Ich fühle diesen Humor hier. Das ist einfach bei uns der Humor. Ja, ich komme hin. Bin immer mal weg. Dankeschön, Robs. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Schönen Mach's Abend. gut. Hey, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist die Truhe, glaube ich, hin. Ah. Oh. Oh. Ja, super, dass ich mich. Na toll, dass ich jetzt erstmal noch einen Schritt nach vorne gegangen bin, ne? Vor allem, ich weiß nicht, was. Ach gut, die darf auch nicht sterben, ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Boah, und ich stehe jetzt am Arsch der Welt. Ich werde da nicht hochklettern. Ich schieße alles von da unten ab. Alles gut. Das liegt nicht an dir, dass ich so gelernt habe. Beschwör du mal wieder deine Keule und stell dich hinter eine Säule, ja? Back mal ganz deine Brötchen, Fräulein. Das war ein schönes Reimerchen. Hat das gereimt, echt? Ja. Unbeabsichtigt, aber gut. Der Poet liegt mir einfach im Blut. Du schlägst zu hoch, das ist ein Zwerg, ne? Das ist dir. Ach, ist ja egal. Ich will dem Ork-Häuptling jetzt nicht Backseat geben. Sag mal. Shake it off. Ich bin mal gespannt, was Kythelia überhaupt kann. Oder ob die überhaupt irgendwas kann. Ich wollte eigentlich mit Kythelia da jetzt gleich. Ach, ja, dann gehe ich wieder einen Schritt zurück. Der hat unangenehm viel Leben, der Kerl. Sie hat Dolche. Und sie kann Rüstung, Schattendolch und Schattenrüstung. Was bist du, Alter? Und Glanz. Okay, du bist ein
Merkwürdiger Charakter. Sie müsste dann hier dieser Schattenburke sein, was man da auswählen konnte. Wahrscheinlich, ja. Okay, bleib jetzt spielen. Wünsche einen schönen Abend und viel Spaß. Mach's gut. Viel Spaß mit Ken. Wieso kann der rüberkommen? Entschuldigung? Ich hätte vielleicht mit ihr nicht so weit zurückgehen sollen, sondern einfach blockieren sollen. Naja, zu spät. Ist Stoß eine Hauptaktion? Ja. Also danach kann ich nicht mehr angreifen. Nein. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, dass das nicht funktioniert. Einfach zu schwach bin. Irgendwen von hier überhaupt angreifen? Nein. Wir haben uns in Kämpfen auch schon mal intelligenter angestellt, Lena. Den kann ich angreifen. Wen kannst du bitte angreifen von da unten? Den da. Das will ich sehen. Sicherlich. Bär hat sich zwar jeglicher Logik wie, aber ja. Wow. Er ist kritischer Fehlschlag. Wenn ich wenigstens eine 2 würfeln würde, das reicht ja schon zum Treffen. Nur eine 1 nicht. Der ist immer noch nicht tot. Alter, verteilt der viel aus, meine Herren, du. Mann, die gerne. Kannst mit der bis da hochlaufen? Als Hauptaktion. Ah. Ich wollte schon sagen, die läuft aber ganz schön weit, du. Vor allem von der Schattenklinge hat die aber auch nicht so viel Leben. Die hat 2 weniger Leben als ich. Deswegen versteckt sie sich auch erstmal hinter mir. Weil sie halt leider einfach überleben muss. So gut wie es geht. Ach, es war auf dich, ich wollte schon sagen, hä? Das geht nur da oder da. Ja, dann. Sorry, Berden. Kann ich den doch auch nicht mehr entschieden, oder? Jetzt nicht Nachteil auf den, aber ich sollte noch treffen. Weißt du, 2 reicht. Hm, I see. Ich hätte auch gehofft, dass dieser Schneesturm auch Schaden macht. Macht aber einfach nicht. Gut zu wissen, dann kommt er beim nächsten Rasten raus. Ja. Im Schneesturm. Und das bringt was. Warte, kann ich jetzt lesen. Das ist aber nur schwieriges Rennen, kann in Zustand liegen versetzt werden, komplett verschleiert, muss eine Konzentrationsprobe würfeln. Ja, gut, kann sich also auf die Fresse legen. Berden hat jetzt leider auch.
No quarter given. Ach, der vor uns lebt ja noch. Ich dachte, wir hätten es jetzt geschafft, aber nein. Der vor uns lebt ja auch noch. Habe ich irgendwie ein bisschen aus dem Gedächtnis gestrichen. Wow, kommt die weit. Hä? Ich habe gerade die Waffe herbewegen wollen, aber... Die kam nicht sehr weit, hä? Well struck. Oh, sie konnte nur einmal angreifen. Das ist natürlich auch... schwierig. Dagegen konnte ich leider nicht ganz schützen. Oh, ein spürbarer Treffer. Nur nicht übertreiben, Nolan. So viel dazu, ich mach zu viel Schaden. Denkst du noch an die Kiste hinten? Weil die hast du noch nicht gut, glaube ich. Ja. Ist okay. Berden, warum? Wieso läufst du so? Immer noch nicht, auf was ich würfel. Ich kann es dir auch nicht sagen. Auf Überlebenskunst, ganz offensichtlich, aber... Ja, ich weiß aber nicht, was du überleben willst. Ein Fight? Keine Ahnung. Oh, ich muss gleich einen Trank identifizieren. Damit du schon mal Bescheid weißt, ja? Jo. So, ich hab Zauberbuch, prachtvoller Schild. Blut von Wieso sagt er denn immer wieder, dass Sachen nicht im Inventar passen? Wo packt er die denn dann hin? Das würde ich mir mal eigentlich wissen, wenn ich ehrlich bin. Was war es mit Solasta? Entschuldigung. Blut von Solasta habe ich gelootet. Blut. In der Herstellungszutat. Aha. Warte, ich gebe dir auch gerade mal den Schild an Berden. Ja. Der cooler ist. Plus 2 auf Rüstung. Sieht cooler aus. Let's go. Ja, sonst haben die denselben Wert. Ich meine, ich könnte ihn auch mir geben, weil ich ja auch Dings trage, aber naja. Einmal Ritual. Arcana Devo Oculus. Trank der Wolkenriesenstärke. Jetzt geht's los. Okay. Ich habe Hügelriesen, Frostriesen und jetzt Feuerriesen und. Wolkriesen. Das ist schon spannend. Lohnt sich die mitzuschleppen. Du löst irgendwelche Kämpfe mit Orks aus. Alles Gefängnis, yippie. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus. Ja. Und wir haben bis jetzt noch nicht heilen können. Das ist natürlich auch wieder richtig gut. Warte mal, bevor wir weitergehen. Also ich meine, wir können ja generell schleichen. Okay. This is the place. I have a bad feeling about this. Where am I? Are you kidding me? I must find the master. Are you okay? Yes. We just want to help. She's crazy. All right, let's just keep going. Vor allem war es nicht dieselben Antworten, die sie gerade eben gegeben hat? Irgendwie schon. Nur hat unsere Reaktion darauf diesmal ein bisschen mehr Sinn ergeben. Warte mal. Okay, und alle Mann schleichen. Also auf jeden Fall eine Truhe zum Looten. Ich weiß nicht, ob wir looten sollten, aber... Humans don't look that bad. They smell a bit, though. Wir sind wenigstens nicht bekloppt wie du. Ich mach gerade das letzte Licht noch an, ja? Warte.
Okay. Prachtvoller Handschuh. Repariertes Krummsäbel. Und dann gebe ich dir den Handschuh mal kurz zu untersuchen. Ja. Ich kann auf jeden Fall nicht tragen, sagte mir, weil ich damit irgendwie keine Erfahrung habe. Handschuh plus 1. Ja. Was ist denn der? Also, dass ich damit nichts anfangen kann, finde ich interessant. Das sind... Ich glaube, ich konnte den anziehen. Waffen. Ach, lol. Das sind für Mönche, steht dabei. Ah, okay. Hier. Ich könnte es aber anziehen, wow. Und dann mit meinen Fäusten zuschlagen, I guess. Okay, du Mönch. Geh mal, du Mann. Das war's wohl. Jemand wollte sie nicht. Ist das. Ist hier nicht noch mehr? Nein, da ist nichts. Okay. Interesting. Die hat nur voll einen an der Waffe. Ja, das. Ja. Wo rennst du denn auf einmal hin? Kann man die aufmachen? Ne, dafür müssen wir halt wieder ins Blaue hier rein. Okay, wie viele Würfelspiele wollen wir noch beginnen? Also wir haben mittlerweile 58 Essensrationen, ne? So eine Karawane getroffen. Okay. Wenn sie jetzt wieder sagt, wo bin ich, muss die Meisterin finden, yes, dann wissen wir Bescheid. Okay. In die Richtung oder in die andere Richtung? Ich glaube in diese hier. Hier deckt sich auf jeden Fall mehr auf. Oben kann man was umwerfen. Es wirkt ein bisschen wie, ob wir im Endeffekt hier kämpfen werden. Mhm. Verstehe, was du meinst. Aber irgendwie noch keinen gesehen. Auch noch nicht. Aber warte mal, bevor wir jetzt hier. Und Gutelia nehme ich auch mal mit zu mir. Da steht einer zum Quatschen. Ein reisender Händler oder eine reisende Händlerin. Ich bin mal ganz stark dafür, dass Bär mit der quatscht, oder? Ja. Warte, ich will mich noch platzieren. Ja, ja, alles schick. Okay, warte mal, Bären, stopp. Okay, kann man? Also kann ich? Ja. No time to chat, sorry. Okay. Okay. You want to buy something? Ask Gellar. Wer ist denn Gellar von euch? So, vor allen Dingen ist es Uri Gellar? Ah. Hast du meinen Prämie-Witz gar nicht mitbekommen? Ich hab ihn mitbekommen, ich habe nur mich reden, ihn zu ignorieren. Da kann man sogar rasten. Ja, dann wird das hier wohl kein Ort zum Kämpfen sein. Ja gut, dann können wir auch alle wieder aus unseren Verstecken rauskommen, würde ich sagen. Nevermind. Ja gut. Aber Gellar mag uns. Ja, hier sind zwei Gegner. Ja. Und die anderen. Und ein Dunkelweber, der ist hier. Hinter. Von Celia rechts. Ah, ja, stimmt. Einar, Ivo, Beribe. Beribe. Ich kann gleich eh rasten, also
Hau mal wieder alles raus, was geht. Freunde. Okay. Wir können doch wieder aufhören, ne? Also ich meine, wir können vielleicht rasten, aber so weit. Hallo? Okay. So war das jetzt aber nicht gemeint. Schön, dass du Schleich noch hast. Da ist übrigens eine Kiste hinter dir da. Jo. Kannst du den hier treffen, den Dunkelweber? Ah, du guckst schon gerade, hab ich gerade gesehen. She, at least she tried. Was hast du? Hätte ich einfach vorher machen sollen. Oh. Ich habe tatsächlich mal einen Akrobatikwurf verhauen. Ich hab's mitbekommen. Arcana, Evo, Malmis. Not bad, eh? Naja, einen habe ich nicht getroffen. Ob das jetzt so gut gewesen ist, weiß ich nicht, ob ich dich da jetzt unbedingt so mit Federn schmücken muss, mein Freund. Ach, vor allem dieses Not bad, ey. Ey. War abzusehen. Das sieht ja völlig auch mit allem, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, oder? Ich treffe den von hier aus nicht. Ah, dann halt nicht. Sorry. 46? Der lebt noch. Okay. Ich meine, die haben auch. Die Veteranen haben ja 58, ne? Also. Auch nicht gerade so schwach, ne? Ja. Klar! Durchschnaufen, halt, ja, sicherlich. Hat er wieder 36 Leben. Okay, ich muss, glaube ich, Nolan doch wieder in die andere Richtung schicken. Damit der Bärden hilft, weil ich glaube, Bärden schafft es dann doch nicht so ganz alleine. Nicht mehr so viel Damage. Soll ich dich jetzt bemitleiden, oder? Ja, bitte. Oh, buhu. Arcana, Evo, Malmis. Wow. Ich bin Premium. Okay, der ist ja noch mehr Premium als ich. Treffe ich den jetzt wenigstens so, wie er steht? Nein. Oh mein Gott. Siehst du richtig useless? Schön, dass ich sie besteuern darf dann dafür. Wow. Das waren 3er Zauber-Slots, Celia. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Ist sie bestimmt. You die like the rest. Ich muss jetzt mit Bärden nicht unbedingt in deine Richtung kommen, oder? Glaube nicht. Okay. Jetzt kann ich Neun wieder andersrum schicken. Das war jetzt dein ganzer Zug? Nee. Noch nach anderen Pfeilen.
Sehr gut. Blutes. Achso. Oh, Minuten gleich, hoffentlich. Ja. A timely arrival. Many thanks for your help. Clear skies, friend. What's going on here? Those fellows joined my caravan at Copperan. A couple of hours ago, this man stumbled on our path, almost dead. No healing could help him, so I put him in a tent. And I was about to send word to Copperan. Copperan? That's where we're going. Then perhaps you could do me a favor. A favor? Of course, I'll see that you're rewarded. Almost dead? Sick? No, wounded. Deep wounds, ripped open, as if by sharp claws. We found him on the road. It looked like he had crawled there. Claw wounds? And no healing could help him? That's right. The wounds were oozing. It's a wonder he was still alive. Why send word? Because this man was a corporal on the Copperan Watch. You want us to take word of his death to Copperan? Yes. Take this note and his personal effects to Sergeant Nikkanen. Have him countersign the note, then see my agent. He is the owner of the general store. Meanwhile, get some rest and share our camp. We can even sell you some equipment. Many thanks for your hospitality. Ja, wir können sogar Sachen bei dir verkaufen und kaufen. Das ist doch schon mal ganz gut, wenn wir das Inventar vielleicht ein bisschen leerer wieder. Ja. Aber wir müssen noch looten. Ich finde gut, dass sie da hinten weiter entsteht. Ein Weg zum Zielort. Ich brauche einen Flugzauber. Echt? Ich habe gerade meine eigene Achse getreten, um mich zu verzaubern. Ich hoffe, du hast das gesehen. Mein Inventar ist auch schon leer. Da verkaufe ich schon mal Sachen. Und denkst dann gleich an das Loot von dem Dunkelweber da. Was da noch liegt. Jo. Danke. Der überhaupt für Sachen, die ich vielleicht vorher gucken soll, bevor ich jetzt alles verkauft habe, weil wahrscheinlich den ganzen Ramsch, den ich auch verkauft habe, jetzt auch anbietet. Aber naja. Wieso kriege ich angezeigt keinen Weg zum Zielort? Was hat der gute Mann denn so? Hm. Ich habe nichts gefunden, was in irgendeiner Art und Weise lohnen würde, um ehrlich zu sein. Sieht ganz ehrlich nicht so aus. Die hat 16, 15 plus 1. Das ist aber RK auf 18. Wie kostet die denn? 1500. Nee, die Hälfte unseres Goldes jetzt dafür auszuhauen, habe ich auch keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Hey, wann ist die denn zu uns gekommen? Ist ja egal. Ah, ich könnte mal so Sachen von Bärden verkaufen. Da habe ich fast vergessen. Verkauf auch gerade. Sollte es gewesen sein. Einmal ordnen bitte, danke. So, dann kannst du das auch wieder an ihn geben. Diese 50.000 Arten von Bolzen, ne? Das ist lächerlich. Wirklich. Ich habe fertig verkauft. Okay, dann rasten wir. Und dann würde ich kurz einen Rauchen geben, wenn es okay ist. Und auf Toilette. Kannst du machen. Ich brauche noch kein Trinken mehr. Ich mache Rast, ja? Jo. So wie. Wahrscheinlich noch ewig bis zum nächsten Level ab. Spiel. Okay. Okay, dann bis gleich. Bis gleich.